Guten Abend. Wir haben den 29. Januar. Es ist 17:32 Uhr. Der DAX rechnet noch an seinem Schlusskurs. Den kriegen wir auch gleich mit. Und vor euch liegt der Chart eine Kerze, ein Tag. Also ich glaube, in dieser Woche kann sich keiner über mangelnde Volatilität beschweren. Fast egal in welchem Wert, muss man wirklich so sagen. Aber eins vorab, solche Geschichten wie Invata, Evotec, Nokia und der deutschen neueste Lieblingsaktie GameStop, das hilft nicht gerade eben die Aktienkultur, zumindest in Deutschland, zu verbessern. Ich finde es insgesamt sehr, sehr schade, was da abgeht, aber es ist so. Grundsätzlich muss ich sagen, der Markt riecht bei mir wie Laternenpfahl ganz unten. Ich habe auch wenig Vertrauen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Ich möchte mal mit der Woche anfangen. Das wäre mir nämlich doch dann lieber. Die gibt es nämlich ein bisschen deutlichere Signale. Auf diese Linien hier komme ich gleich. Von der Woche her, wir schließen unter der 10-Wochen-Linie, kurz vor der 20-Wochen-Linie. Die liegt hier bei 13.100, warte mal, stopp, wo war sie hier? 13.171. Wir haben ein sinnvolles Verkaufssignal über das MACD. Wir haben, und zwar über die moderne Sichtweise, die traditionelle hat sich dem noch gar nicht angeschlossen. Wir haben eine Kerze, die die vorangegangenen vier Kerzen komplett vernascht. Und zwar in diesem Fall im negativen Winkel. Wir haben ein Verkaufssignal über den Oszillator. Ich bleibe, und nochmal, das ist jetzt hier der Wochenchart, ich bleibe bei der Aussage vom Anfang des Jahres, die sagt, ich nehme das Momentum des letzten Jahres mit, bis zur Biden-Wahl. Und um die Biden-Wahl herum sollten wir irgendwo mal den Zenit gesehen haben. Und ich glaube, dass die nächsten 2 Monate, Januar ist ja schon fast um, dass die nächsten 2 Monate eher schwierig werden. Und damit zurück auf den Tageschart. Hier ist der Tag. Diese Linien hier, das sind die momentan noch offenen großen Gaps. Wir haben hier 11.788, das hier ist die 12.324. Und das hier ist die 12.480. Die Bänder gehen etwas auf. Das ist nicht so dramatisch wie hier. Deswegen, ich nehme das zur Kenntnis, aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel von ablesen. Tatsache ist, wir haben gestern eine sensationelle Bewegung gehabt. Das ist ein hammerähnliches Gebilde, was weit außerhalb des Bollinger Bandes war und wieder drin geschlossen haben. Das war gestern Abend, war das wirklich die schönste aller Welten erstmal. Das ist ein enormes Aufbauen. Oder vielmehr auf Bäumen. Ja, und dann kommen wir heute schon wieder mit so einem kleinen Krüppelkerze hier runter und schließen unterhalb des unteren Bandes. Ist schon mal negativ. Gleitende Durchschnitte negativ. MACD weiter negativ. Stochastik als Oszillator ziemlich neutral. Also da kann ich jetzt nicht so viel ablehnen. Er ist auch nach unten gerichtet, aber auf einem Niveau, was für mich nicht so besonders interessant ist. Ich muss also nach wie vor davon ausgehen, dass hier eher Short angesagt ist, denn Long. Ich wüsste beim besten Willen nicht, was jetzt dem Markt helfen sollte, dass wir irgendwo wieder hier das Terrain zurückerobern könnten. Ich glaube, der muss einfach mal Luft ablassen. Dazu ist natürlich ein ganz besonders wichtiges Niveau hier, die 13.048 und die 13.000 selbst. Das ist von hier hinten überall bestätigt. Da sollten wir mal tun, dass nicht runtergehen. Jetzt sind wir momentan 432 Punkte drüber. Aber wir haben gelernt durch die letzten 2 Tage, dass so 300, 400 Punkte mal gar nichts bedeutet. Es ist nicht viel. Hier bei 13.080 liegt auch das erste Fibonacci-Unterstützungsniveau von dieser gesamten Bewegung hier. 13.086 ist es da. Das wäre dann das 38er-Niveau. Das sollte eigentlich kein Problem sein, dass man das relativ schnell sieht. Manche Bewegungen hier sind so widernatürlich und die kommen aus der Lameng heraus. Ja. Das ist einfach schwierig. Und manche Firmen machen tolle Zahlen, Siemens oder Daimler, das sind schöne Zahlen, das wird dann auch belohnt, aber das dauert dann ungefähr, naja, 12 Stunden und dann sind diese Zahlen auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Wenn wir reden, also der DAX schließt bei 14.000, Entschuldigung, 13.432 und handelt schon wieder ein bisschen weiter drunter. Also mir gefällt der Markt insgesamt nicht. Ich nenne euch trotzdem einen Call für diejenigen, die sagen, nee, der Schlegel hat nicht recht, das geht auf jeden Fall hoch und die Hosse ohne Ende wird kommen.
Dieser Schein hier ist ein 12.910er. Da liegen wir also ungefähr hier, da wo jetzt die Maus ist. Das kann man ja mal probieren. Ich werde es jetzt nicht machen. Das ist nicht meine erste Wahl, muss ganz klar sagen. Aber wer den macht, aus welchen Gründen auch immer, muss ihn spätestens unter der 13.000, muss er den raushauen. Und dafür hat er 90 Punkte Platz. Die Kennnummer von diesem Open-End-Schein von Goldman ist die GF767N wie Nordpol. Bei dem Put kann ich es mir ein bisschen einfacher machen. Ich setze den hinter das All-Time-High, ganz knapp dahinter, hier 14.137. Das ist ein 22er Hebel und der hat die Kennnummer GF8ENE, Gustav Friedrich 8, Emil Nordpol Emil. Der ist also hier ein bisschen hier hinter. Die Verkaufssignale überwiegen. Nicht dramatisch, nicht super frisch, aber sie überwiegen. Und gerade der Blick auf die Woche macht mich glauben, dass die nächsten 2 Monate tendenziell eher schwierig, sprich nach unten gerichtet sind. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.